Hey Leute, Marten hier. Ein kleiner Nachtrag zum heutigen Bonus-Stream des Mario-Marathons und eine kleine Information für alle, die nicht da waren, als das passiert ist, was heute passiert ist. Der Stream war ganz nett, es waren immer mal wieder Leute dabei, so wie ich das natürlich kenne. Allerdings unter den gleichen Rahmenbedingungen, unter denen mein PC 24 Stunden durchgehalten hat, hat das jetzt irgendwie nicht geschafft, ein paar Stündchen durchzuhalten und ist eingefroren. Mal wieder wegen Überhitzung anscheinend. Das ist das einzige Problem, was Alex und ich da so feststellen können. Also ja, es ist ein bisschen schweineheiß in meinem Zimmer, aber das war es Samstag auch. Ein Ventilator ist auf den PC gerichtet, alles ist so, wie es am Samstag beim 24-Stunden-Stream war. Und trotzdem, und das macht mich wirklich wütend und ich bin sauer und ich habe auch schon meine Wand verprügelt. Meine Hand tut immer noch ein bisschen weh. Ich muss mich halt irgendwo auslassen und für einen Boxsack habe ich jetzt hier nicht so viel Platz. Also boxe ich einmal gegen die Wand, das tut dann weh. Aber mein Frust ist raus und ich bin jetzt immer noch sauer natürlich und ein bisschen traurig. Ja, einen neuen PC kaufen, das habe ich schon mehrmals gesagt, wird sich gar nicht lohnen, weil nur für Streams, da muss man mal gucken. Aber ansonsten, ich mache dieses Video hier einfach, um allen Leuten, die den Stream sehen wollten oder die dabei waren, aber nicht das Ende mitgekriegt haben, die Information zu geben, wie es jetzt aussieht im Moment. Ich habe noch 30 grüne Sterne zu sammeln, 30 Sterne insgesamt, 28 grüne und die zwei letzten. Und das werde ich auch noch tun. In einem weiteren Stream, und zwar am nächsten Freitag. Das ist der, lasst mich nachgucken, 26. Daumen drücken, dass es dort nicht so heiß ist, aber selbst wenn, also den Nachmittag von 15 bis 20 Uhr, den hat der Computer durchgehalten und ich denke, viel länger werden wir auch nicht mehr brauchen, hoffe ich zumindest. Das wird dann ein recht kleiner Stream, da fangen wir dann wieder nachmittags an und hören dann so früh abends auf. Je nachdem, wann ich fertig werde. Vielleicht brauche ich wieder länger und dann friert er wieder ein. Und dann muss ich gucken, wie es in Zukunft weitergehen wird mit Streams. Ich will gerne Streams machen. Ich habe sehr viel Spaß an Streams und ich würde das wirklich sehr, sehr gerne fortsetzen. Aber unter solchen Rahmenbedingungen ist das natürlich ein bisschen abfuckmäßig, nicht wahr? Traurig. Traurig, dass man... Ich meine, ein neuer PC kostet ja auch eine Menge Geld und da kann man sich nicht mal eben aus der Rille ziehen, so ein Teil. Insofern muss ich mit dem Ding da vorlieb nehmen und hoffen, dass alles besser wird und dass die Temperaturen wieder sinken, damit ich streamen kann. Ja, das wird beim Wintermarathon, den wir ja schon ein bisschen geplant haben, nicht passieren. Aber dazu später mehr. Insofern, das war jetzt ein kleiner Nachtrag, eine kleine Information bezüglich des Abschlusses des Mario-Marathons, der ja eigentlich schon zu Ende ist, aber dieser Bonustag, der muss noch zu Ende gebracht werden. Und ich habe gesagt, ich werde alle grünen Sterne sammeln und alle Sterne, die es in Galaxy 2 gibt. Und das werden wir auch tun und das werden wir dann nächsten Freitag hoffentlich komplett abrunden. Ich mache dann nochmal ein kleines Ankündigungsvideo, wenn der Stream dann läuft, nächsten Freitag. Stellt euch drauf ein, machen wir den Rest fertig und machen einen großen Haken an den BLP-Arzen Mario-Marathon. Und gucken dann, wie es weitergeht. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Macht's bis zum nächsten Mal also gut. Und ja, haut rein.